Was ist das? Pack Telefon hier auf die Bimmel. Guten Tag, ihr Leid. Dann haben wir schöne Scheiße gemacht jetzt, ne? Mann, ey. Fleischgedönse. Erstmal noch hingucken. Haben wir den Brief doch schon gelesen? Ja. Ja. Okay. Hier ist denn also das Licht. Ich fürchte die Dunkelheit, das ist dumm. Das frohne ich natürlich. Wir werden hier oft sterben. Sie hasst das Licht. Ja, aua, 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 aua. Dachel droht. Geh einfach mal den roten Dinger da hin. Wo oh, der da ist. Hallöchen, du. Oh, fuck. Das war jetzt aber nicht nice. Okay, hier ist Licht. Hab ich gerade beschlossen. Ja, ich will nur nichts sagen, ne? Aber wenn du jetzt doch hergeschlappt kommst, dann kann ich doch nicht abhauen, verstehst du? Außerdem ist da Licht, guck. Darfst du gar nicht herkommen. Okay, es ist dem gerade mal scheißegal, komm ich doch weiter? Ja, kann ich. Nipex. Nipex, hopp. Okay. Kenne ich mich noch ein bisschen aus. Mach auf. Mach auf, ich will da hin. Ich mach mal zu. Ihr bleibt raus. Ihr seid doof. Ich kann euch nicht leiden. Und Tag, ihr Leid. Ja, sorry. Schwierig, schwierig hier, ne? Bevor ich da hin an deine Lichtschalter da gehe. Tu ich mich erstmal hier umgucken, weil mit meinem Klick, den ich habe, ist dann da hinten mich schon wieder stockduster. Okay. Aber ich finde, das haben wir doch aber eigentlich recht gut hingekriegt, oder? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie ich das hier. Alter, die Viechers, die. Was hat denn der doch gemacht? Ja, okay, wir sind in der Werkstatt. Ah, okay, okay. Sehr schön. Die Spawnpunkt. Das hätte ich ja so gewusst. Gehen wir noch da gucken, was es da gibt. Na, nix, ne? Ja, von welche hier? Sie hasse die Dunkelheit. Okay, da könnte ich dann. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ne? Wir machen das da an.
Wohin geht Licht aus? Der Doive fängt an rum zu wackle. Und dann müssen wir do rechts vorbei. Also do. Do. Sie hasse die hasse das Licht, weißt du? Und dann mach ich die Funzel an, es bringt nichts. Ah! Ja, hopp, ist gut. Danke. Ist doch nicht mehr an. Muss ich denn jetzt so Verstrecke machen? Ich renn, wie gesagt, einfach denn so hin und her. Hallo? Okay, mache ich das halt nicht, ne? Ich will da hin. Ich weiß nicht, wo es da hin geht, aber ich will da hin. Achso, ich bin schon drin. Fuck, das war das, wo der Anna ist. Ich bewege dich nicht, gell? Du bist mein Kollege. Okay. Also nur links rennen ist dumm, weil du einer rumwackelt, ne? Wohin? Rennen wir halt noch rechts. Also, da wackelt aber auch einer rum. Junge, wie soll ich denn da rauskommen? Kann man das mal jemand sagen? Wenn du so stehst, wo ich hinaus will, weißt du? Fuck. Moment. Dann rennen wir halt einfach außen rum, oder? Hallo? Knippex. Knippex. Noch einmal Knippex. Weiter geht's. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich hoffe, jetzt renn halt irgendwo hin. Ich muss doch irgendwo nach rechts, also die. Bin ich hier sicher? So, wo die blöde Puppe drin huckt. Okay. Ich weiß nicht, ich hör zumindest das Gebrüll nicht mehr. Boah, ich glaube, ich hab sie irgendwie gepackt, so rauszukommen. Okay. Die sind ja nicht da, oder? So. Ich hör das Gebrüll nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. So nicht. Ah, doch. Doch, genau so. Mit Licht. Ja, aber was sind sie doch? Also muss ich doch da lang gehen, oder? Aber da ist nichts zum lang gehen. Ich hab mich verlaufen. Jawohl. Hat mich wirklich gewundert, warum ich mich schon so lange nicht mehr verlaufen habe. Das zwei. Einer links, einer rechts. Wenn man die irgendwie alle an eine Stelle locken. Ja, es sind drei. Fuck. Hallo. Ja, schon klar. Hopp. Ich hab keine Ahnung, wo ich gerade hier renne.
So, hey. So ist so ein Ding. Ich weiß nicht, renne ich jetzt wieder zurück, Stödel? Rein grad so. Ist noch ein Knippex? Ich die jetzt etwa alle rausgelockt oder was? Mann, ey. Jetzt ist für mich ja, als wäre da irgendwo einer. Was geht jetzt ab? Hä? Hopp, Deutsch. Wie nix. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin wieder am Anfang, oder? Na jo, hopp, schnell vorbei an deine zwei Deppen. Ich bin wieder am Anfang. Okay. Ich muss mal hier einen guten Plan überlegen. Ich überlege mal einen guten Plan, do Iva. Ja, ja. Sorry, dass es hier so dunkel ist. Das finde ich dir nur nicht nur mir. Okay. Wo sind die zwei Affen? Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich habe dich nicht mehr gesehen, du Aff. Wo ist der nächste? Ich muss dich doch jetzt schon lang ausgerennt haben. Hier ist hell. Wie komme ich her? Alter, machen die mich fertig, ey. Ich geh mal da lang. Oh Junge, es ist gut. Hallo. Alles klar bei dir? Komm mal da auch noch. Ey, jetzt komm. Wir können eigentlich doch nicht einfach multiplizieren. Sind ihr dumm oder was? Hallo? Ich weiß nicht, gibt's da hinten irgendwas? Alter, echt jetzt. Jetzt habe ich alle drei da oder was? Aua. Wir sind vielleicht dumm, hey, echt jetzt. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich vorhin schon mal durchgerannt. Komisch her, ne? Da hinten kommen sie, ja. Okay. Ne? Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ey, ich hab die jetzt alle drei auf ey Fleck gelockt, oder was? Ja, super. Das war nicht mein Plan. Da war doch vorhin dir, wo es ein Ausgang ist. So unten an dem End. Bin ich mir doch ziemlich sicher. Wieso ist denn das jetzt nämlich so? Junge, mir juckt der Zinke wie Sau. So, ja, ich entschuldige mich, dass es hier so dunkel ist, aber da kann ich halt nichts davor. Oh, es ist hell.
Da kann ich aber nichts machen. Die drei, also drei Stück habe ich ja. Ja, Hopp ist gut. Könnte natürlich ja einfach schleichen. Innen laufen sie wieder, weißt du? Aber was soll ich denn da jetzt machen? Hallo? Ja, ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach fressen oder was? Was soll das? Da ist der Nächste. Der macht mich jetzt halt alle. Ja. Auf geht's. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, bin schon mal schneller gestorben, aber deutlich schneller. So. Dann gucken wir mal, wie man das jetzt hinkriegt. Jetzt sind sie zumindest nämlich auf einem Fleck, weißt du? Mal gucken. So. Dann gucken wir mal. Ich habe übrigens Le Internet bemüht. Und Le Internet hat mir zwei Sachen erklärt. Erstens, das ist meine Taschenlampe. So, die läuft jetzt. Und während das runterläuft, kann ich die gleich wieder aufladen, sodass ich quasi unendlich Taschenlampe habe. Also bis auf den kurzen Moment da halt. Okay, das ist sau dumm. Ne? Also, ja, es ist halt sau dumm, weil. Oh, dann hätten sie es gescheit machen sollen. Zweitens, Mo, habe ich mir einen Weg rausgesucht, wie ich gehe kennt. Und zwar Donuf. So, dort drüber. Da kommt jetzt einer. Und jetzt pass auf. Wenn ich deine anleuchte, bleibt da stehen. Verstehner? Der bleibt stehen. Naja, bis zum gewissen Punkt. So, und jetzt muss ich da drüber rennen und da einfach hingehen. Ganz einfach. Halt. Ja, ich gucke, dass man keiner nur rennt. Natürlich rennt mal irgendwer nur. Ja. Problem gelöst. Geil, oder? Ja. Alter, was geht denn hier ab eigentlich? Warum? Was ist denn hier los? Ha. Boah, ich hasse das. Ich will heim. Ja, ich. Oh, das Eis nehme ich da. Moment, nachlesen. Wiedergeburt. Angesichts der Blutlinie des Patienten Nummer 26 habe ich ihn für eine gänzlich neue Behandlungsweise auserkoren. Das Ovum Victoris. Ovum ist Ei. Das weiß ich. Und Victoris ist wahrscheinlich Sieg oder so. Egal. Ein Gips aus Knochenmehl, Haaren und Fingernägeln ausgewählter Kameraden werden die Hülle bilden. Der Reifesaft im Inneren ist eine Mischlösung aus Mark- und Körpersäften. Wundflüssigkeit ist hier von besonderer Wichtigkeit. Der Gefallene wird über den Verlauf mehrerer Wochen mittels elektrischer Stimulation im Ovum reifen. Ich erwarte Großes, Dr. Eisenbart. Alter, echt jetzt? Etwas ist geschlüpft, die Schale stinkt nach Blut und Exkrementen, wo wir gerade bei sind. Ich weiß nicht, ob da irgendwie. Ne, da ist eine Lampe vorne dran, aber. Oh, hallo. Tschö. Du bleibst, wo du bist. So. Hat ohne Leiter auch noch was? Was Leiter? Ah, Erkennungsmarke. Johannes von Schmidt. Ja, für die ganz doofe Patient Nummer 26. Die haben, also mein Bruder in. Oder die, der. Mein Bruder in ein Ei gemacht. Oder was? Und hat irgendwas dann gemacht mit dem Ei. Es ist. Nicht so geil. Boah, hopp. Ich bin so froh, wenn ich das Zombie-Ding da hinter mir lasse. Das ist so schlimm. Ja. Gib es einen auf einer Bahre. Dann gehen wir mal hier. Ich muss mich erstmal umgucken.
Ja, das Spiel hat erklärt, dass die Angst vor Licht haben. Aber wenn ich die halt auch geleicht habe, natürlich bin ich nicht so nah dran, hab denen ins Auge geleicht. Dass die da stehen bleiben, war mir halt nie bewusst. Mann, ey. Und ich natürlich immer panisch weggerannt. Wo steht denn das? Ach du, das muss ich noch lesen oder was. Aber da steht doch eh nur, ich will heim. Das weiß ich ja schon. Das weiß ich ja schon. Dass der da heim will. Ich bleib erstmal umgucken. Okay, was gibt's hier? Nix. So, hier bestehen nur Gläser. Ich behalte den mal im Auge, den Knispel. Ah, der ist festgebunden. Das ist gut. Das ist gut. Der fängt doch 100 pro gleich an zu larven oder so. Knispelzeichen. Oh, warte mal, kann ich hochklappen? Dann komme ich auch nicht mehr runter. Was hat man das jetzt gebrochen? Irgendwie nicht viel, ne? Ah, okay, dann. Ne, nix. Boah, also, das. Welche, ich fand das ja schon schlimm genug mit der Daschlampe, dass die nur so kurz halt. Jetzt halt sie ja unendlich, aber ich muss halt dauernd nur laden. Das ist irgendwie genauso dumm. Jetzt hängen die ganze Zeit. Brrr, brrr. Das ist irgendwie. Du bleibst, wo du bist, gell? Gut. Ah, okay. So still jetzt. Oh, 100 pro. Oh, es war so klar. Es war klar, dass ich... bleib. Bleib. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich steht mir auf. Oh. Shit. Okay. Hallo? Ah. Fingerstick. Okay. Alles klar. Okay, es brennt. Er ist tot. Alles klar. Aua, ja. Okay. Ach, jetzt muss ich, glaube ich, wieder eine Dicht drüber, wo ich aber halt drüber geluft bin. So hin. Ne? Ja, klar. Okay, kann ich da einfach so? Lieber Hups oder was? Okay. Das sieht hier alles ziemlich... Okay, es sieht zumindest hell aus, ne? Und ich muss da raus. Und die dürfte man jetzt so eigentlich, müsste die jetzt tot sein, oder ist es zumindest so hell, dass man nämlich nur rennen? Da steht einer. Also, hallo. Ich weiß nicht, bringt es was? Ich renne nur einfach. Ich weiß nicht, das brennt halt, ich weiß nicht. Was machst du da? Okay, wo dann schon mal nicht hin? Geh mal da raus. Aua. Aua, aua. Du Dummer. Ja, Ori. Sorry, ich freue mich gerade, dass ich da irgendwie gleich rauskommen bin aus dem ganzen Zombie-Scheiß. Ich freue mich einfach nur. Okay, das war schon ziemlich cool. Ich bin raus aus dem... Ich weiß jetzt nicht, ob die Gräber da besser sind, ehrlich gesagt, aber... Naja. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Drücken an eine beliebige Taste zum Fortfahren. Ups. Ah ja, es ruckelt wieder wie Kua, sprich, ich muss jetzt erst wieder ein bisschen laden. Alles in Ordnung. Ich weiß nicht.
Schreib doch mal in die Kommentare. Also ich kann mal selber in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, haut das Leid die zugucke? Also ich meine, ich bin der Einzige, der die scheiß Videos so anguckt, aber falls das doch irgendein anderer gucken sollte, das Video, und versteht, was ich sah, nervt es, wenn ich dann so Sachen sah im Spiel, wie, oh, ich muss jetzt nur laden oder halt, warte mal, geh mal dort ran. Töte mich, Soldat. Ja. Okay, ich garantiert nicht hier ins Lazarett. Komme ich gerade her. Ja. Nervt es, wenn ich im Spiel so Sachen sah wie, oh, es ruckelt gerade. Es tut gerade no lade. Ich bin gerade über die Linie gelaufen, wo das Telefon bimmelt. Über der Audio-Key. Ja, hopp. Tschüss. Oder ist es vielleicht besser, wenn ich, ja, es Maul halt und halt einfach das Spiel, wie es ist. Ich gehe mal zumindest hier gucken, was da hinten ist. Vielleicht Leiche oder noch irgendwas. Blut. Weichtunnel? Das ist das mit dem Post, oder? Dr. Eisenbart, Sanitäranlagen. Nee, 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 da war ich vorhin nicht. Ah, guck mal da. Nee, da bin ich doch nicht drin gekommen, oder? Moment, wie bin ich denn wieder da nun gekommen? Ich weiß gar nicht mehr. War das nicht mit dem. Okay, da war ich definitiv noch nicht. Da muss man sich umgucken. Ja, siehst du, siehst du? Der Kaspar Hafner. Spielkirchen. Oh. Na komm. Gedicht Teil 1. Einsam im Walde blüht wohl ein Blümlein rot. Bald, allzu bald bin ich tot. Bald, allzu bald. Leugt, wo ein Stückchen Blei, so wohl fliegt wohl ein Stückchen Blei, nimmt mir mein Sorgen. Mir ist halt einerlei, heut oder morgen. Es ist wohl ein sehr makabres Gedicht von Leib. Okay. Nicht aufstehen. Albert Eck. AE, okay. Gibt's auch viel zu leise halt, mein Lieber. Wir haben kaum noch Kraft, uns aufrecht zu halten. Wenn uns Deutschen das Aufgeben nicht erlaubt ist, dann werden wir eben sterben. Sollen wir eben zur Hölle fahren? Wenigstens reißen wir die Welt nicht mit uns. Okay, da gibt es jetzt aber ordentlich Kennungsmarke zu finden. Okay, ist halt interessant, ne, dass jedem im Krieg klar ist, dass die Lage scheiße ist und dass es dumm ist und blöd und kacke. Also die es ausbaden dürfen. Aber die Oberchefs, die Politiker, die Kaiser in dem Fall, die was weiß ich was, die finden, das ist eine mega Idee. Ja. Die müssen ja nicht da rumhucken im Schützengraben und sich da die Birnen wegschießen, also die Dödels. Sieht ja so Pupp, oder? Ja. Wie guckst du mich diesmal an? Puppe hat nichts als Verachtung für dich übrig. Okay. Na, du gibst aber jetzt Klaus Iweg. Hauen. Enden. Neumanns Tod. Vertraulich. Betrifft Tod des gefreiten Neumann. Ich habe beobachten müssen, wie die Unteroffiziere Eigert und Fromm den gefreiten Neumann nackt und in Stiefeln aus dem Graben auf das Niemandsland gestoßen haben. Aus dem Graben auf das Niemandsland gestoßen haben. Er wurde erschossen. Nachdem ich seinen Körper bergen konnte, haben die beiden Unteroffiziere um seine Stiefel und Habseligkeiten gefeilscht. Ist es ratsam, dies dem Leutnant zu melden? Hochachtungsvoll Hülker, Feldwebel. Also die Herrn Enner, der noch gelebt hat. Aus dem Schützengrabe, aus dem
Ich sah mal sichere. Einfach im Feindzeichen jetzt mal zum Fraß vorgeworfen, mehr oder weniger. Und haben ihn dann geholt und haben ihm die Stiefel noch geklaut. Und Weidenbachs Meldung an den Stabsarzt. Hiermit möchte ich offiziell Beschwerde über den neuen Kompanieführer Leutnant von Schmidt einreichen. Er hat den Unteroffizieren Eigert und Fromm aufgetragen, ein Schild zu bemalen, um mich als Dr. Eisenbart zu verspotten. Unsere Männer sterben mir mit Verätzungen durch Giftgas unter den Händen weg, dazu Fälle von Typhus, obendrein. Und nun der Spott des Leutnants und der Soldaten, die glauben, ich könnte mit Wundermitteln die Toten wieder zum Leben erwecken. Angesichts der fehlenden Erfahrung des Leutnants habe ich versucht, Verständnis walten zu lassen. Doch auch ich habe meine Grenzen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach, 8. September 1917. So, wusste ich's doch, dass der Doktor, der heißt doch Anastasia, der wird doch nur... Oh, ich kann nicht durchgehen. Der wird doch nur Eisenbart von den Leuten in der Kompanie genannt und das will er doch eigentlich gar nicht. Warum unterschreibt er dann mit Dr. Eisenbart? Warum macht er das Zombie-Ding oder ist es ein anderer? Das ist schon wieder der Dr. Eisenbart. Jetzt komm mal zum Punkt, ich will die Refrain hören. Okay, alles klar. Und jetzt hier natürlich noch ein bisschen um. Da ist zum Beispiel noch eine Tür, wo ich noch nicht drin war. Die geht wahrscheinlich gar nicht erst. Die hängt mir jetzt schon bis in der Angel, du. So bin ich hergekommen. Ich wusste, ja. So muss ich nur da hingehen wahrscheinlich. Aber wo geht's denn da vorne lang? Ah, guck mal, nee. Erst, wo wir gefunden haben. Was ist denn das? Ein Labber, ey. Okay, ich glaube, wir haben hier alles durch. Ja. Bartbit. Okay. Haben wir gelesen. Okay. Hey, sorry, mag Sinn, dass das jetzt der End oder anders da, der End oder andere, halt langweilig finde, wenn ich dann da rumlaufe und das genau inspiziere, aber ich bin halt ein Feigling, ne? Das ist halt unter anderem auch. Gehen wir da wieder zurück. Ich geh mal klein hin, keine Angst. Das ist halt unter anderem auch, warum runterzukommen? Ey, das in den dunklen Labyrinth, das hat mich fertig gemacht, das ja. Und das Geplärre von den Monsters und was weiß ich was alles. Na, guck mal, da geht's wahrscheinlich eh nicht lang. Ah, siehste. Okay, alles klar. Ne, ich wollte nur gucken. Will ja nichts verpassen, ne? Das hat mich halt, das ist halt, ich meine, es ist halt. Horror und es ist Psychogedönse und ja, es funktioniert halt auch gut. Hey, normalerweise, welche? Hey, Zombies sind mein Lieblingsmonster. Aber also die klassische lahme Zombies, ja, und ich habe jetzt aber das erste Mal, glaube ich, selber festgestellt, dass das Jammere und das Heulen und die Geräusche von Zombies, dass die selber die schon kloppt machen können. Ja, Knibbex und Knibbex und noch ein Knibbex. Alles klar. So, dann würde ich jetzt aber auch mal sagen, wir haben jetzt hier genug Action gehabt für heute. Ich mache jetzt hier auch mal gleich eine Taschenlampe. Ich mache jetzt hier beim nächsten Speicherding, werde ich dann mal so langsam. Guck mal noch. MG. Scheiß Haus. Löwenpfad? Scheißhaus, ist klar, ne?
Das Scheißhaus ist geschlossen heute. Du hast eine Granaten ihm gelegt, kann ich sagen. Lazarett, okay, da muss ich mich durchdrücken. Aber natürlich erstmal da gucken. Aber es gibt ja noch sehr viel zu gucken hier. Wieder ein Brief. Was ist das? Treibstoff lässt sich die Maschine sicher zum Laufen bringen. Was für ein Treibstoff? Okay, Moment, du leid was, das sieht man nur nicht gut. Dieselöl. Nach nicht einmal 2 Tagen treuen Dienstes fürs Vaterland war uns die Pumpe heute ausgefallen. Nichts wollte helfen. Kamerad Eck, der ist übrigens tot, hatte dann die Idee, dass unser neues Haustier vielleicht einfach Durst hat. Also haben wir ihm kräftig Dieselöl zum Saufen gegeben. Und sie, siehe da, ein kurzes Aufholen und sie pumpt wieder. Also das neue Haustier ist die Pumpe. Der Eck ist tot, der hieß Adam oder irgendwas mit... irgendwas mit A. Die neue Pumpe. Heute wurde dieses Ungetüm geliefert. Wie ein durstiger Elefant soll es die gefluteten Schächte trockenlegen können. Vorhin haben wir die Maschine dann eingeschaltet. Ein Höllenlärm. Wenn die läuft, können wir nicht mal den Leuten an rumschreien hören. Okay, hat doch sein Gutes. Das wird nichts bringen, weil Keel. Was ist das? An der Stelle ein Ungetüm ist ein Schlauch angeschlossen. Okay, es wird benutzt. Da hinten wird wahrscheinlich, so wie ich die Sache ziehe, die Dinger, die werden komplett unter Wasser stehen, die Gräbe. Also wie gesagt, aber... Boah, hopp, komm, ich helfe da. Warte, bleib, hör auf zu zappeln. Wenn du nicht zappelst, pack's vielleicht noch. Wahrscheinlich nicht. So, was ist denn da hin? Also, da bleibt noch was. Bei meiner Wachrunde im Morgengrauen habe ich jemanden gesehen, der sich durch die Gräben gestohlen hat. Es war Dr. Weidenbach. Er sah fahl aus wie ein Toter und hatte einen Rucksack dabei. Er sagte, ich solle mit meinem Bruder reden. Noch heute. Ich weiß nicht, wer es dem Doktor verraten hat. Aber die Heeresleitung wird den Sturm auf den französischen Graben befehlen. Order Morgengrauen. Sie wissen, dass es aussichtslos ist. Wir werden nur ein paar weitere Zeilen in den Verlustlisten sein. Ich habe den Doktor nicht wiedergesehen. Vielleicht ist es das Beste, davonzulaufen. Aber ich kann nicht ohne meinen Bruder gehen. Aber sein Bruder wird 100% mitgehen. So. Wir haben da hin, wo wir hingehen können, ne? Und Donan. Also dort durch. Heuch. Ihr Leid. Genug Action für heute. Ja, das untersuchen wir dann morgen, wo wir hingehen, ne? Ob wir links oder rechts gehen. Für heute verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr gemotzt habe. Ich dem ganzen Labyrinth-Gedönse sowas, ey, ohne Scheiß. Ich habe zwischendrin, also vor dem letzten Run dann, ich habe einfach da Pause gemacht. Weil, ich habe mal Videos angeguckt und dann so, die bleiben stehen. Wenn man so anleuchtet, du musst sie aber direkt anleuchten. Ach, die Lampe funktioniert so. Die kann ich dauernd ziehen. Du hieß es doch, die brauche ein bisschen Zeit. Weißt du? Und ja, ich weiß, habe ich halt nicht ausprobiert und so und hin und her. Und halt die Panik, die ich halt hatte, weil dunkel und hopp. Hast du jetzt überstanden? Hoffe ich. Wir nähern uns dem Ende von dem Spiel sowieso. Wir sind ja eben im letzten Drittel. Nächsten Mal geht's weiter. Mal gucken, wo wir hinkommen. Hopp, dann bis zum nächsten Mal.